Ich wollte mal von der neuen Übung erzählen, die ich angefangen habe zu machen. So vielleicht als kurze Vorgeschichte, ich war am Anfang des Winters, also Ende 2019, war ich ziemlich fleißig. Also ich war dreimal die Woche ungefähr joggen, ich war zusätzlich noch einmal die Woche schwimmen gegangen, ich habe fast jeden Tag kalt geduscht, habe mal immer so ein bisschen gestretched und so ein bisschen rumgedanced, hier mal 5 Minuten, da mal 10 Minuten. Hab das aber nicht den ganzen Winter durchgemacht. Also den letzten Monat, also so ab Mitte Februar, war ich eigentlich ziemlich faul und habe einfach mal das Gegenteil gemacht. Ich habe einfach mal warm geduscht, richtig warm. Also habe auch öfter mal, habe ich sie hier? Nee. Habe öfter mal meinen kleinen Neti Pot benutzt, habe öfter mal Body Brush gemacht. Also einfach mit so einem kleinen Bürstchen nach dem heiß Duschen und Abtrocknen einfach mal so mein ganzes Lymphsystem massiert überall. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Aber das Wetter war irgendwie, es ist mir besonders aufgefallen, wie unangenehm mir das Wetter war, obwohl es eigentlich nicht kälter oder nässer war als die Wochen davor. Na, jedenfalls, ich habe es dann nicht mehr gemacht, aber ich habe was anderes angefangen, so ein bisschen zu machen. Ich habe nämlich angefangen, so einen auf Eisenbahn zu machen. Ich spiele jetzt so ein bisschen Lokomotive. Es ist also so der Versuch, so, na, ich sollte noch weiter ausholen. Ich habe viel am Computer gesessen jetzt Ende des Winters. Ich war nicht mehr so aktiv, habe ganz viel am Computer ausprobiert, gelernt, experimentiert. Und da sitze ich ja den ganzen Tag auf meinem faulen Hintern. Und um da trotzdem wenigstens so ein ganz kleines bisschen Bewegung reinzubringen, habe ich jetzt hier angefangen, Eisenbahn zu spielen. Das heißt, das ist so der Versuch, so eine Art Atemübung und so ein bisschen Stretching und so. Und ganz großzügig ist so ein kleines bisschen Yoga, einfach so in eine Angewohnheit zu kombinieren. Weil ich habe gemerkt, immer wenn ich mir so eine To-Do-Liste mache und ich schreibe da auf, mach mal hier 5 Minuten die Atemübung, dann mach mal die Atemübung, dann mach mal jetzt hier das Stretching, dann mach mal das, dann mache ich das nicht. Das ist zu kompliziert. Ich habe was Einfacheres gebraucht, was ich irgendwie müheloser in meinen Tag integrieren kann. Und das ist jetzt das Eisenbahnspielen. Das heißt, ich. Jetzt mittlerweile auch mehrmals am Tag. Ich stehe einfach nach so langen Computer-Sessions. Stehe ich einfach auf und fange so an, wie so eine Lokomotive, erstmal so die Arme zu bewegen. Und ich mache dabei, ich atme dabei so eigentlich so stark ich kann. Eigentlich so stark, dass mich mein Einatemgeräusch nervt. Dann mach ich aber nicht so. Nicht nur so wie dieses Rad von der Lokomotive, sondern dann fange ich auch an, meinen Arm so ein bisschen zu rudern oder mach den hier oder mach so ein paar Boxe in die Luft. So einfach, dass ich mal nach all dem Rumgesitze, dass ich meinen Körper irgendwie benutze. Die Dinger helfen mir natürlich auch hier, meine Ringe, fange ich dann an, mich da so ein bisschen zu drehen, ein bisschen rumzudancen und das ist dann auch ziemlich oft einfach in so ein Rumgedanze ausgeartet, wie ich mir dann Musik anmache und dann irgendwie, also wie lange mache ich, so 10 Minuten, 15 Minuten, manchmal einfach nur hier so lange atme, dass ich einfach nur so mache. Ich wünschte, ich hätte das mal gefilmt, das eine Mal, als ich das 15 Minuten am Stück gemacht hatte. Ich hatte das Gefühl, meine Lungenkapazität war in den paar Minuten, in denen ich das gemacht hatte, war die so gewachsen, dass ich so irgendwie den halben Raum auf einmal einatme. Da ist mir dann aufgefallen, dass mich mein eigenes Atemgeräusch nervt. Es nervt mich, wenn ich dieses. Weiß nicht, vielleicht sind meine Nasenlöcher so zu eng. Ich würde so viel geben für Michael Jacksons alte Nase. Er hatte so eine riesige Nase mit so riesigen Nasenlöchern. Meine Nasenlöcher sind ganz klein, ganz, ganz enge Schlitze nur. Sehr tragisch. Jedenfalls, ich fühle mich so, als würde ich hier die ganze Luft in dem Raum in zwei Atemzüge. Hier die eine Hälfte im ersten Atemzug und da die zweite Hälfte im zweiten Atemzug. Es fühlt sich so an, ist natürlich übertrieben, als würde ich den ganzen Raum einatmen. Ist natürlich besonders gut, in dem Moment ein bisschen frische Luft reinzulassen und die frische Luft von draußen einzuatmen, wenn sie denn frisch ist. Und das ist wie so ein. Das ist so eine kleine Neugeburt. Also ich möchte jetzt nicht übertreiben, möchte es jetzt nicht besser darstellen, als es ist, aber ich fühle mich danach schon so ein kleines bisschen neuer geboren. Und ich kann es irgendwie einfacher integrieren. Und dann habe ich auch gemerkt, ich mache das auch gerne. Mit richtig lauter Musik, aber weil ich so viele Nachbarn habe, was ich dann mache, ist, ich setze mir
Also mache auf meinem Telefon Musik an, setze mir meine Kopfhörer auf. Und meine Kopfhörer, das sind so eine In-Ear. Ich stecke die so rein. Und wenn ich dann richtig laut Musik drauf habe, dann höre ich mein eigenes Atemgeräusch nicht. Und da habe ich das erst gemerkt, dass mich mein eigenes Atemgeräusch so ein bisschen nervt, wenn ich so stark einatme. Jedenfalls, das ist hier mein Eisenbahngespiele. Ich spiele Eisenbahn, höre dabei ein bisschen Musik, singe und summe so ein ganz kleines bisschen dabei. Ich sing so die Lieder von Nate Dogg. Ah, Ruhe in Frieden, Nate Dogg, einer der Großen. Er hat hier gesungen, während er im Kugelhagel bestanden hat, hat der noch gesungen. Er singt so ganz tief, er singt so, These Days. Na, das ist Eisenbahn spielen. Das mache ich jetzt gerade. Wobei, jetzt, wo heute das Wetter so schön ist und ich in den Wetterbericht geguckt habe für die nächsten Tage, also für die nächste Woche, wird wahrscheinlich jetzt bei mir heute die Skate-Saison losgehen. Ich werde mich heute wieder auf die Teller stellen. Werde hier wieder so ein bisschen rumskaten. Endlich. Mann, ich habe so lange gewartet. Ich habe den Winter so ein bisschen satt. Ich möchte mich endlich wieder mehr bewegen. Das geht jetzt wieder. Hoffentlich. Es ist jetzt im Nachhinein, kommt mir das ziemlich schlau vor, wie ich das gemacht habe, dass ich einfach mich lange um Computer nicht gekümmert hat, aber jetzt so im Winter so rumgenördet habe, wo es draußen so ungemütlich ist, ist ja perfekter Zeitpunkt. Das mache ich nächstes Jahr wieder so. Na gut, das war meine kurze Story vom, wie ich hier anfange, Eisenbahn zu spielen.